Mein Name ist Ingo Esser, ich bin Leiter des Waldpädagogikzentrums Eifel hier im LVR Freilichtmuseum Kommern und zuständig für die Waldpädagogik. Wir stehen hier auf der Wacholderfläche, die seit mehr als 5 Jahrzehnten hier besteht. Der Wacholder ist eine Pflanze, die früher bei uns in der Region sehr verbreitet gewesen ist und in der Vergangenheit aber ziemlich an Fläche abgenommen hat. Wir wollen die Fläche so, wie sie in der Natur hier vorgekommen ist, zeigen und haben festgestellt, dass in der Vergangenheit die Fläche teilweise durch andere Baumarten bedrängt wurde, also durch die Birke und die Kiefer. Und um dem Wacholder hier auf der Fläche zu helfen, haben wir einige dieser Bäume entfernt, um auch wieder Licht auf die Fläche zu bringen. Außerdem sind in der Vergangenheit mit den Mitarbeitern des Landesbetriebes Wald und Holz und des Freilichtmuseums Kommern hier die Bäume gefällt worden, die Flächen freigestellt worden und jetzt in der jüngsten Vergangenheit auch neue Wacholderpflanzen gepflanzt worden. Der Wacholder hat in der Historie eine besondere Bedeutung gehabt. Man hat ihn gerne zum Desinfizieren benutzt. Also es wurden im Winter die Ställe mit Wacholderzweigen ausgeräuchert, um Schädlinge zu beseitigen. Aber man hat auch gerne während der Pestzeit auf den Wacholder vertraut, indem man große Feuer mit Wacholderholz entzündet hat, in der Hoffnung, dass man damit die Pest eindämmen kann. Die desinfizierende Wirkung ist nachgewiesen. Der Wacholder hat aber auch noch andere Eigenschaften. Man kann zum Beispiel auch daraus alkoholische Getränke herstellen, wie beispielsweise den Genever oder den Gin. Das ist nicht das Ziel, was wir hier im Freilichtmuseum verfolgen, sondern wir wollen einfach das Zusammenspiel zwischen Birke, Kiefer und dem Wacholder hier auf den Museumsflächen wieder zeigen.